Der Stern des Südens leuchtet wieder. Leute, habt ihr das gesehen? Am Sonnabend. Bayern gegen Wolfsburg, 3:0. Der dicke Uli Hoeneß stand auf der Tribüne, schüttelte die Faust und freute sich, ihm wären vor Stolz fast die Knöpfe vom Hemd gesprungen. Mein Gott, 120 oder plus Kilo, pure Freude. Mein Gott. Mensch, die Jungs haben wirklich gespielt. Der Van Gaal hat plötzlich eine Taktik. 4-3-3, holländisches System, was sie seit den 70er Jahren, seit Johan Cruyff spielen. Plötzlich geht die ganze Sache nach vorne. Die haben Leidenschaft in jeder Pore gezeigt. Das war wirklich faszinierend, das anzuschauen. Und dann zweite Halbzeit. Das Highlight. Etwas Galaktisches hatten plötzlich die Bayern. Freitag haben sie den Arjen Robben eingekauft. Von Real Madrid 25 Millionen hat er gekostet. Wird eingewechselt und plötzlich weht ein Hauch von Weltfußball durch diese Allianz Arena. Wow, der geht ja ab wie Schmidts Katze. Das war ja überhaupt nicht so zu erwarten bei seinem Einstand. Plötzlich kam noch Ribéry hinzu. Und dann hat man gesehen, die beiden sind destilliertes Talent. Die Bayern haben eine Flügelzange, die jede Abwehr knacken wird. Unglaublich. Wir sind alle begeistert. Völlig genial. Was da abgeht, jetzt rollen die Bayern die Liga von hinten auf. Eine Kleinigkeit hätte ich noch zu mäkeln. Die Abwehr. 2-3 gute Gelegenheiten der Wolfsburger haben natürlich auch gezeigt, hinten wackelt's. Gehörig. Butt war okay. Aber die anderen Spieler, ich weiß nicht. Okay, dann war ja im Gespräch, den Schalker Rafinha zu holen. Plötzlich am Sonnabend wurde ja überall verkündet, hey, die bieten 18, 12 Millionen. Und dann kommt noch Rafinha, Rechtsverteidiger, alle schon spekuliert. Philipp Lahm von rechts auf links. Dann haben sie wieder eine richtig sattelfeste Alternative in der Abwehr. Wird nichts. Und die Hoeneß hat dementiert. Es wird keiner mehr gekauft. Schade eigentlich. Das hätte den Bayern noch gut getan. Eine richtig sattelfeste Abwehr. Dann kann man auch die Champions League angreifen. Apropos Champions League. Vor 2-3 Jahren haben die Real-Leute die Champions League nicht gewonnen. Die haben ganz gut mitgespielt. Mit einer Taktik. Vorne hui, hinten fui. Genau das ist jetzt bei den Bayern zu erwarten. Nicht gut, da schießen die pro Spiel 4 Tore, kassieren 3 und dann haben sie immer noch gewonnen. Naja, das wird richtig gut. Man darf sich auf die Jungs freuen. Vorausgesetzt, Ribéry, heute ist Sonntag, Ribéry könnte eventuell doch noch verkauft werden. Dieses kleine, das ist wie Weihnachten jetzt gerade. Der morgige Tag, dieser 31. August, entscheidet so viel. Man hört und hört sich um, schaut überall in Videotexte und mal rauszukriegen, was passiert noch, was passiert nicht und so weiter und so fort. Es ist schon schwierig, jetzt einzuschätzen. Wir hoffen mal, dass der Frankie bleibt, dass die ihre Flügelzange haben, dass die alle Spaß haben und dann, wow, FC Bayern, Stern des Südens, dann strahlt er wieder. Wenig zu strahlen gibt es zurzeit bei Schalke 04. Die haben, wie sich herausgestellt hat, 136 Millionen Euro Schulden. Da wäre es völlig logisch gewesen, Rafinha zu verkaufen. Und sagen die, wir machen das nicht unter Preis, okay, wir behalten den. Völlig verständlich. Aber das Spiel am Sonnabend, diese erste Saisonniederlage gegen Freiburg, hat einiges an Defiziten offenbart. Mein Gott, der Felix Magath bekam doch Tinnitus in den Augen. Plötzlich hat er nur noch Pfeifen auf seinem Platz gesehen. Später hat er gesagt, ich weiß nicht, wer denen das gesagt hat. Nur die Bälle hoch und weit bolzen. Naja, gefallen hat es ihm natürlich nicht. Also hat er, was er immer macht, ein bisschen geübt, was wir nicht können. Gestern gab es ein Straftraining. 70 Minuten, Schalke 04. Die sind zurzeit richtig neidisch auf solche Jungs, wie die Bayern sie jetzt haben, mit Arjen Robben. Geld schießt Tore, Schalke hat keins. Also kein Geld schießt keine Tore. So Leute, das war's zum vierten Spieltag. Nächste Woche hat die Bundesliga Pause. Da spielt die Nationalmannschaft in Leverkusen gegen Südafrika. Wird sicherlich auch spannend. Gucken wir hin. Werde ich nichts dazu sagen. Wir sehen uns in 14 Tagen. In der Zwischenzeit habt ihr die Möglichkeit, eure Meinung mitzuteilen. Was haltet ihr von dieser ganzen Sache? Was findet ihr gut? Was sollte man verbessern? Findet ihr es schlecht? Alles ist gestattet. Wir haben euch dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die seht ihr hier vorne. Einwurf@mz-web.de. So, das war's für heute. Tschüss. Bis dann.